Demenz, eine Erkrankung, der man aufgrund des demografischen Wandels mehr und mehr Aufmerksamkeit widmet. Sinngemäß heißt Demenz weg vom Geist und ist ein psychiatrisches Syndrom, das bei verschiedenen degenerativen und nicht degenerativen Erkrankungen des Gehirns auftritt. Die Pflegepädagogin Andrea Schnedl hat in ihrer Masterarbeit genau dieses Thema aufgegriffen und ein Buch darüber verfasst mit dem Titel Demenz, eine Herausforderung für Pflegepraxis und Ausbildung am Beispiel des Bezirks Murau, das im Akademiker Verlag veröffentlicht und jetzt im Rathaus vorgestellt wurde. Frau Schnedl, die erste Frage, die sich aufdrängt, wie sind Sie auf die Idee gekommen, dieses Thema hier aufzugreifen? Ich habe lange Zeit in der Altenpflege gearbeitet und das mir ganz, ganz große Freude. Und da habe ich immer schon gemerkt, dass die Demenz einfach eine ganz große Herausforderung darstellt, sowohl für die Angehörigen, für das Pflegepersonal. Und ich bin hier jetzt eben auf der Stolzalpe in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule tätig. Und da ist es mir einfach ein ganz großes Anliegen, auch die Schülerinnen darauf vorzubereiten. Und dann war es eigentlich für mich klar, das ist mein Thema für mein Masterthesis. Wie lange hat es gedauert, bis Sie die erste Printausgabe in Ihren Händen gehalten haben? Das Master-Upgrade hat im Februar vor 2 Jahren begonnen, also hat 2 Semester noch gedauert. Im März war so große Themenfindung, Exposé erstellen und dann im letzten Februar habe ich dann meine Abschlussprüfung gehabt und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, über einen Akademiker-Verlag das Buch zu veröffentlichen. Da habe ich mich sehr gefreut, weil die haben angefragt bei mir, ob ich Interesse habe und im Mai ist dann das Buch erschienen. Da habe ich die Möglichkeit gehabt. Wenn Sie so das Buch jetzt im Inhalt so zusammenfassen müssten, was ist die wichtigste Aussage oder was sind die wichtigsten Tipps, die darüber kommen? Die Quintessenz ist, dass es im Zuge der demografischen Entwicklung zu einem massiven Anstieg der Demenzerkrankungen kommt und das bedeutet einfach für die gesamte Gesellschaft, sich auf dieses Thema vorzubereiten. Für mich bedeutet es, dass einerseits die Politik auch für die Rahmenbedingungen sorgen muss, der Dienstgeber schauen muss, was kann er seinen Mitarbeitern anbieten, wir in der Ausbildung dafür Sorge zu tragen haben, was können wir unseren Schülerinnen weitergeben, welche Kompetenzen können wir ihnen vermitteln, Pflegeinterventionen, Pflegekonzepte ihnen näher zu bringen und dies auch so zu vermitteln, dass sie wirklich dann diese auch in die Praxis transferieren können. Und denke ich mal, ganz zentral ist es einfach, ihr mit dem herausfordernden Verhalten dementer Menschen beschäftigt, mit dem Schreien, mit dem Rufen, mit dem ständigen Weglaufen. Und das sind wirklich massive Herausforderungen für das Pflegepersonal, aber auch für die Angehörigen. Und in meinem Buch versuche ich eben diese herausfordernden Verhaltensweisen zu beschreiben, aber auch Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Und zentral ist einfach die Auseinandersetzung mit der Biografiearbeit. Zentral ist es, den alten Menschen Normalität und Orientierung zu geben. Das ist, denke ich, so diese Hauptaussage. Wir sind natürlich sehr stolz, dass die Frau Schnedl dieses Thema so intensiv behandelt hat und zu diesen Ergebnissen gekommen ist. Wir bauen das ein in verschiedene Unterrichtsfächer, wie Pflege alter Menschen oder auch in die Gerontologie. Und Frau Schnedl bringt das sehr praxisbezogen, sodass auch die jungen Menschen, unsere Auszubildenden, das in die Praxis transferieren können. Was ist also so anders als bei anderen Erkrankungen und wie wird dieses Thema im Schulunterricht eingebaut? Zuerst einmal die Kommunikationsmethode, wie kommuniziert man mit dementen Menschen, das Konzept der Validation und auch wie begegnet man ihnen, die Gefühle aufzufangen, ihnen ja, einen Platz zu geben in der Pflege und auch mit verschiedenen Konzepten, ja, zum Beispiel Aromapflege oder basale Stimulation, diesen Menschen auch zu begegnen, damit sie in Harmonie ihren Lebensabend auch beenden können. Abschließende Frage, wie zufrieden sind Sie mit Ihren Buch, wenn Sie es so in den Händen halten, wie stolz, wie zufrieden? Ja, ich bin sehr stolz drauf, ich freue mich, es war ein Stück Arbeit, weil ich bin ja berufstätig, 100%, habe 3 Kinder, also es war schon ein ganzes Stück Arbeit, das Buch zu schreiben, ich freue mich sehr. Natürlich, man findet immer wieder Sachen, die man vielleicht ein bisschen anders machen würde, gell? Aber ich bin sehr stolz, ich freue mich, ja. Bis zum Jahr 2050 rechnet man in Österreich mit einer Verdoppelung der demenziellen Erkrankungen.